Zombiak. Hallo Freunde, neues Jahr und neues Projekt, diesmal auf der PS4. Wir spielen COD Ghosts, ja, ich würde aber sagen, wir spielen die Kampagne, das ist klar. Ich werde aber jetzt erstmal ein bisschen die Lautstärke runterdrehen. Denn wir haben ja immer wiederum das Problem, manchmal mit der GEMA und hast du nicht gesehen und ja, das ist leider das Problem. Untertitel habe ich an, das ist schon mal gut. Ich habe das Spiel auch schon einmal durch. Ich habe hier nicht wirklich viel von dem Zeug, diese Walk-Dateien habe ich nicht wirklich viele, aber das ist ja nicht schlimm. Und so nebenbei habe ich dann das Spiel noch, sag schnell, auf Hardcore gespielt. Ich habe es aber noch nicht ganz durch. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir mal ein neues Spiel. Ja, da schenken wir uns alles. Und wir spielen auf normal, würde ich sagen. In diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß mit dem Intro und, ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Es war eine andere Zeit, ein anderer Gegner. 60 Mann aus den besten Einheiten wurden geschickt, um sich 500 Gegnern zu stellen. Ihr Ziel war es, den Feind von einem Krankenhaus zu vertreiben und die Patienten zu retten. 3 Tage hielten sie durch, aber der Feind war zahlenmäßig einfach überlegen. Aus den 60 wurden 15. Noch eine Nacht würden sie nicht schaffen, und der Feind wusste das. Im Schutz der Dunkelheit evakuierten sie das Krankenhaus, schickten nur einen, um sie anzuführen. Der Rest kehrte zurück und bezog unter den Leichen ihrer gefallenen Kameraden Stellung. Da lagen sie und warteten, überströmt vom Blut der Gefallenen. Der Sand klebte an ihnen wie ein Schleier. Er veränderte sie, läuterte sie. Als der Feind kam, erhoben sich die letzten 14 aus dem Wüstensand. Sie waren unsichtbare Jäger und gegen ihre Tarnung konnte niemand etwas ausrichten. Als ihnen die Munition ausging, benutzten sie ihre Klingen. Und als die Klingen stumpf waren, benutzten sie ihre Hände. Als sie Staub und Sand gelegt hatten, war nur ein einziger Feind übrig. Er wurde in der Wüste gefunden, ziellos umherwandernd, traumatisiert. Er warnte die anderen vor einer so gefährlichen, unschlagbaren Macht, dass man sie für übernatürlich hielt. Er nannte sie Ghosts, Geister. Böse! Und das ist wirklich passiert? So geht die Legende. Ach, Dad, du glaubst doch nicht, dass die Geschichten real sind. Ja, das mache ich. Los, gehen wir zurück zum Haus. Gehen wir. Ja, da sind wir halt im Spiel, ne? Und ich würde mal sagen, da hat der Papa uns jetzt eine schöne Geschichte erzählt, ne? Ja, das hier, Leute, ist die PS4-Grafik. Warum wird das bei solchen Dingern immer durchgedreht? Ja, schick. Geh doch mal, naja, wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal hoch. Denn wir ahnen ja noch nicht, was auf uns zukommt. Ja, der Wind wird stärker. Also in diesem Sinne würde ich mal sagen, folgen wir mal unserem Bruder. Hash. Komm schon. Ah, das ist nicht mehr lustig. Geschichtenmäßig muss ich das mal so erzählen. Ich habe ja normalerweise auf der Xbox aufgenommen.
und habe dann jetzt gewechselt auf die PS4, weil ich der Meinung bin, ich will eigentlich nur eine Spielekonsole haben und nicht irgendwie so Multi-Dingsbums und hast du nicht gesehen, weil im Endeffekt brauche ich das nicht. Was ich mir natürlich für die PS4 noch wünsche, ist, dass es da YouTube und sonst was kommt, wie damals bei der Xbox 360, wo es auch noch Sky Go gab. Das war eigentlich was Feines. Ach, wir sind falsch gelaufen, genau. Wir müssen hier lang. Ja, aber im Grunde muss ich sagen, ich habe die Konsole jetzt seit dem 29.11. Ich war einer der Glücklichen, wo die Konsole auch pünktlich ankam. Und ich war auch einer der Glücklichen, wo die Konsole funktionierte. Und sie läuft immer noch. Wovon zur Hölle hat der gesprochen? Was ist Odin? Ja, wer Odin ist, das wirst du gleich feststellen, Junge. Ja, ich folge dir. Es klemmt. Ja. Okay. 3, 2, 1, schieb. Vor 15 Minuten. Odin-Kontrolle. Ping der Orbitalwaffe erfolgreich. Roger, Mosley. Verfolge Waffentestschusssignal. Hey Baker, hier ist unser Taxi. Rein mit uns. Shuttle hier Odin-Kontrolle. Da muss ich echt mal sagen, das sieht verdammt geil aus. Also. Ja. Ja, das ist wirklich schick. Also wenn ich mir das hier so angucke. Ah, schön geil. So, da hoch müssen wir. Dann machen wir das auch mal. Mal gucken, was uns da drin erwartet. Ich weiß es, der ein oder andere weiß es auch. Also tun wir einfach mal so, als ob wir es nicht wüssten. Starte, Druckausgleich. Ah, ich freue mich wirklich auf zu Hause. Wie lange ist das her? 3 Monate? Shuttle, ihr habt angedockt. Und ihr seid eingeparkt. Gute Steuer. Hilf mir beim Entladen. Ich komme. Was sind das für Leute? Aber ich gehe auch mal davon aus, das werden wir natürlich im Spiel nachher rausfinden. Ich versuche immer schnell zu laufen, aber das geht ja im Weltall nicht. Haha. So. Da haben wir weggeknallt, den Döpen. Houston, die Föderation hat den Waffenstillstand gebrochen. Odin-Kontrolle. Odin geht auf Feuermodus. Diese wenn wir mal nachladen, kommt, laden wir mal nach. Sie dürfen nicht die Kontrolle über Odin erlangen. Odin-Kontrolle, es sind Föderationstruppen im hinteren Crewmodul. Ja, das kriegen wir schon hin. Ja, da. Jawohl, da hat die ersten 3 Kills gemacht. Los Angeles, erfasst. San Diego, erfasst. Phoenix, erfasst. Ja. Ziel Houston. Da versucht wohl jemand die Welt zu vernichten. Erfasst. Geschätzte Verluste. Das dürfen wir natürlich nicht zulassen. Geil. Tut mir leid, Mosley. Baker, wir müssen uns sputen. Ja, ich folge nur dir. Komm, gib mal Gummifrau und dann passt das schon. 3, 2, 1. Ach, wieder sowas gescriptetes, ja. Aber Ladung 2 wird noch sequenziert. Ziel erfasst.
Da müssen wir hin. Da ist es. Da ist Odin. Wir sind noch nicht fertig, Baker. Wir müssen zu Odin und zerstören. Ich folge dir unauffällig. Aber nach Hause schaffen wir es nicht, Baker. Atlas, wie viele Grad sind zur Destabilisierung nötig? 23 Grad, Makro der Steuerbord. Fernlenksysteme antworten nicht. 23 Grad. Wir versenken dieses Ding im Ozean. Na, hoffentlich klappt das. Schneller! Huch. Aber immer doch. Abdeckung aufgerissen. Zünden Sie diese Treibstoffleitungen. Du hast ihn gehört, Baker. Feuer! Ja gut, dann schießen wir einfach mal drauf, ne? Du musst überleben! Du musst überleben! 15 Grad. Das war's. Das reicht. Das ist genug, um sie abstürzen zu lassen. Wir haben Kontakt zur Odin-Kontrolle verloren. Wiederhole, Kontakt zur Odin-Kontrolle verloren. Mal schnell abhauen hier. Die Welt kannst du eh gerade in die Tonne treten. Also. Also in diesem Sinne. Ganz schnell abhauen. Wir folgen mal unserem Bruder. Oh. Fast wäre ich gestorben. Aber auch nur fast. Lauf. Ich spring vor. Wunderschön, warte auf mich! Nach oben! Ja, ich laufe dir hinterher. Wow. Ja, wieder. Ja, ich komme. Direkt hinter dir. Oh, da kommt ein Tanker. Der Aufstieg der Föderation zur Macht begann bereits vor Jahren. Als die großen energieerzeugenden Wüsten zerstört wurden, brachen die von ihnen abhängigen Weltmächte zusammen. Die Föderation erhob sich aus ihren Trümmern. Die Föderation hat ganz Südamerika unter einer Flagge vereinigt und bei ihrem Vormarsch nach Norden alles in ihrem Weg verschlungen. Als sie Odin gegen uns richteten, stand die Föderation direkt vor Amerikas Haustür, bereit für den Todesstoß. Sie dachten, wir wären schwach. Eine leichte Beute. Wir kämpften. Das ist auch gut.
sodass wir ein blutiges Pub erreicht. Und hier, jenseits der Krater des Niemandslands, führen wir einen defensiven Krieg gegen einen überlegenen Feind. 10 Jahre später. Viking 6, seid ihr da? Hesh, Logan. Ah, verstanden. Ja, wir sind hier. Was gibt's? Berichte liegen vor. Dallas wurde letzte Nacht eingenommen. Die Mauer soll sofort überprüft werden. Mist. Gibt's Überlebende? Negativ.